Moin, mein Name ist Toni. Schön, dass du da bist. Am 18. Flugtag Prag. Moin, mein Name ist Toni. Schön, dass du da bist. Am 18. Flugtag packte der Mond das letzte Mal so richtig an das Orion-Raumschiff. Und der gravitative Einflussbereich des Mondes übernahm zum letzten Mal während der Mission bis zum 6. Dezember. An diesem Tag war die Verbindung zwischen Orion und dem Deep Space Network für 4,5 Stunden unterbrochen, bevor die Bodenstation in Canberra übernahm. Während dieser Zeit wurde Orion von automatischen Befehlen gesteuert. Der 19. Flugtag brachte das zweite. Der 19. Flug, der 19. Flugtag brachte das zweite Korrekturmanöver während des Rück. Der 19. Flugtag, der 19. Flugtag brachte das zweite Korrekturmanöver während der Rück. Der 19. Flugtag brachte das zweite Korrekturmanöver während der Rück. Der 19. Flugtag brachte das zweite Korrekturmanöver während der Rückkehrflugbahn mit sich, welches durch die Hilfstreppe. Dieses Korrekturmanöver wurde durch die Hilfstrieb. Dieses Korrekturmanöver wurde durch die Hilfstriebwerke vom Europäischen Servicemodul durchgeführt. An diesem Tag traten erneute Probleme auf, dass eines. An diesem Tag trat. An diesem Tag trat auch erneut das Problem auf, dass sich eines der drei redundanten Stromverteilungssysteme von selbst abschaltete. Da dieses System ohne weiteres wieder eingeschaltet werden kann, ist es zwar nicht missionskritisch, aber die Teams wollen natürlich verstehen, was dahinter steckt und gehen diesem Problem weiter nach. Und gehen und gehen und gehen und gehen und gehen diesem Problem natürlich weiter nach. Auf die operative Mission hatte dies keinen Einfluss. In Vorbereitung auf die Wasserung der Orion-Kapsel haben die Teams vom Exploration Ground System und der US Navy einen letzten Trainingstag auf hoher See absolviert. Dabei wurde eine Orion-Kapselattrappe verwendet, um das Berg. Dabei wurde eine Orion-Kapselattrappe verwendet, um das Bergungsverfahren auf offener See zu üben. Ja, und dann war es soweit. Ja, und dann war es soweit. Mit epischen Aufnahmen rund um das Return Powered Flyby Manöver nahm o Und dann war es soweit. Mit epischen Aufnahmen rund um das Return Powered Flyby Manöver nahm Orion am 20. Flugtag nochmal ordentlich Schwung um den Mond für den. Nahm. Nahm Orion. Für den Rückkehrtransit zur Erde.